Hi und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Ausflug in die Welt von Warcraft und heute die Charaktererstellung der Zandalari-Trolle, die ich soeben freigespielt habe. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Wir fangen einfach mal mit einem männlichen Zandalari-Troll an und gucken uns erstmal die Infos an. Zandalari-Troll, er sucht ein Loa, um einen von 6 mächtigen Segen zu erhalten, beschwört einen Perodax, um eure Fallgeschwindigkeit zu verringern, konzentriert euch, um euch über eine kurze Zeit schnell zu heilen, entdeckt mehr Gold bei Kreaturen. Die Zandalari sind ein stolzes Volk, dessen Ursprünge in die Frühzeit von Azeroth zurückreichen. Ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ich euch verlinken werde. Ihre tapferen Krieger reiten auf Dinosauriern in die Schlacht. Ihr Reich gebietet über eine der mächtigsten Flotten der Welt. So, ja, wir müssen mal gucken, was können die denn alles? Oh, ich bin so gespannt. Klassen, die Krieger, Paladine, Jäger, Schurke, Priester, Schamane, Magier, Mönch und Druide. Ein bisschen schade finde ich persönlich tatsächlich, dass wir keine Hexenmeister spielen können mal wieder. Aber naja, so ist das nun mal. Wir gehen mal auf Anpassen und schauen uns erstmal an, was wir hier zur Verfügung haben. Erstmal wäre da die Hautfarbe. Das reicht von einem Grün über Blau und Grau zu Schwarz. Nochmal Grün und nochmal ein Grau. Ich finde das Schwarz persönlich sehr schön. Das Gesicht. Ja, dann haben wir hier so schön mit so einem Mustern verschiedene Versionen. Die haben hier so ein bisschen diese Steinoptik immer. Das finde ich sehr cool. Das macht echt was her. Das finde ich ein bisschen zu glatt. Also tatsächlich finde ich das und das ziemlich cool. Frisuren. Fangen wir mal ganz oben an, ne? Abgefahrene Glatze. Ein kleiner Iro. So ein Goblin-Zopf. Noch ein Iro. Kurt Cobain. Wayne Static. missglückter Ork. Freakazoid. Ja, ist auch ganz... Also, die haben echt coole Frisuren eigentlich, muss ich sagen. Auch wenn ich hier nur blöde Sprüche mache. Es gefällt mir tatsächlich sehr. Aber man sieht hier auch tatsächlich so, bei der Haut richtig die Steinmuster und so. Durch die Robe, die er gerade anhat, sieht man das natürlich nicht so. So, Frisur. Ich will nochmal gucken. Also, da fand ich tatsächlich das hier ziemlich cool. Und das lange einfach nur. Ich glaube, ich nehme mal das lange. Das finde ich echt tatsächlich ziemlich cool. Haarfarbe, dunkles Blau, Grün, verschimmeltes Rot, Weiß, helleres Blau und, ja, Poppy Red. Tattoo-Stil. Ah, da sieht man ja auch mal die verschiedene Hautmarkierung. Das finde ich ja sehr cool. Hautfarbe? Ja, tatsächlich, geht das immer weg. Okay, aber Tattoo-Stil. Also gar nichts, sehr auffällig, nur die Arme, nochmal anders auffällig. Ich finde tatsächlich, dass das am coolsten ist, das nehme ich jetzt auch einfach mal. Und die Hauer natürlich, ja, geht von minimal bis ultra übertrieben und vergoldet. Ich finde natürlich vergoldet genau das Richtige. Cool, oh, die haben Tunnel, das finde ich ja richtig geil. Ja, das nehme ich, ne? Tunnel finde ich ja immer mega cool. Okay, und dann gucken wir uns natürlich auch nochmal die Mädels an. So, oh, die sind ja richtig hübsch im Vergleich zu den anderen Trollen. Die sehen so richtig süß aus. So, Hautfarbe. Da finde ich tatsächlich dieses Grün finde ich sehr geil. Das nehmen wir einfach mal so ein Grün-Blau, so ein bisschen türkismäßig. Ich weiß nicht, ja, das sieht richtig schön böse aus. Ah, das letzte, das fand ich echt, das ist voll süß. Wie so ein junges Mädchen eigentlich, nicht wie so eine richtige Trollkämpferin. Ja, so ein Sidecut gibt's natürlich. Das ist, die haben so coole Frisuren. Könntet ihr bitte bei den alten Völkern, liebes Blizzard-Team, auch mal nachholen, weil, ja, wie cool ist das? Ey, komm. Das sind endlich mal Trolle, die ich spielen würde, ganz ehrlich, ey. So.
Das sieht echt cool aus. So, Haarfarben wahrscheinlich dieselben wie die Männer. Ja, ein bisschen Poppy Red hier. Dunkelblau, schwarz, grün, blond, weiß und nochmal so ein anderes Blau. Ja, das finde ich echt, ja, das gefällt mir. Accessories. Ah, hier so ein Kragen. Ein Lippenpiercing. Und, ja, ich finde diesen Kragen ziemlich cool. Tattoo-Stil. Ja, das gefällt mir richtig gut. Voll cool, echt. Finde ich richtig, richtig cool. Und Hauer. Da gibt es natürlich auch ganz viel Verschiedenes. Leider gibt es bei den Mädels keine vergoldeten. Das ist ein bisschen schade. Ohrringe. Auch hier gibt es Tunnel, sehr übertriebene Tunnel und kleinere. Ich finde das ziemlich cool. Und ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Wir nennen sie mal Testomat. Der Name ist nicht verfügbar. Testomate. Ist ja erstmal völlig egal. Es geht ja nur einmal um das Reingucken und sehen, wie die sich so bewegen, wie die aussehen. Einmal das Intro abchecken sozusagen. Und die Druidenform einmal angucken. Das finde ich ganz cool. Die Sandalari herrschen seit Jahrtausenden über dieses Land. Mit dem Segen der Loa wachen unsere heiligen Klingen und mächtigen Schiffe über die Meere. Aber mit der Zeit ist unser Imperium schwach geworden. Wir standen alleine da. Bedrohungen von außen und von innen haben unseren Glauben auf die Probe gestellt. Jetzt bin ich Königin. Gemeinsam mit der Horde nehmen wir unseren angestammten Platz unter den großen Königreichen von Azeroth ein. Sandala für immer! Ja, cooles Intro. Nochmal kurz die Geschichte von, ja, wie heißt sie hier, Talanji erzählt. Ja, okay, Gleichgewicht. Wir gucken uns einfach jetzt erstmal die, wie geil sieht das denn aus? Das hier ist die Monkin-Gestalt. Wie cool. Ganz ehrlich, das ist wirklich geil. Das Springen sieht auch cool aus. Hey, wie geil ist das eigentlich? Die Reisegestalt, ein Raptor, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann die Katzengestalt. Das sind ja wohl mal die geilsten Druiden ever. Und die Bärengestalt. Mega, mega cool. Insel des Donners, sagt ihr? Noch nie von gehört. Das glaube ich nicht. Evolution? Wenn ihr mich fragt, sind Elfen ein riesiger Rückschritt. Ja, die Elfen sind aus Trollen entstanden. Die Orks nennen ihre kleinen Eckzähnchen Hauer. Herzallerliebst. Komm, du hast auch keine großen Hauer. Warum die Sandalari besser sind? Zwei Wörter. Aufrechter Gang. Ja, das wurde sie schon immer gewünscht. Macht euch nichts draus. Ich kann die ganzen Loa auch nicht auseinanderhalten. Ja, sehr schön. Um zu erfahren, welchen Loa ich anbeten muss, spiele ich immer erstmal in der Loaterie. Das ist so blöd. Das sieht echt geil aus. Also das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ich mach noch mal kurz hier. Ich log mal eben aus. Das sieht echt cool aus. Und guck mal bei den männlichen Sandalari-Trollen kurz rein, ob die Mondkin-Gestalt noch mal anders aussieht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die männliche vielleicht ein bisschen bolide ist oder so. Schauen wir mal. Neuen Charakter entstellen. Wir entstellen mal fix einen neuen Charakter. Oh, die Jäger haben einen Raptor dabei. Wie cool.
Anpassen ist erstmal egal. Wir nennen ihn Astatarazabata. So, und Welt betreten. So, ich hoffe, ich habe den Charakter gut entstellt. Und los geht das. Ja, ich möchte das Video überspringen. Die Sandala. Ja, ich möchte das Video überspringen. Seit Jahrtausenden über dieses Land. Na, sieht tatsächlich genauso aus, okay. Ich dachte, das würde anders aussehen. Ja, okay. Aber mit diesem coolen, mit dieser coolen Sitzposition lasse ich euch einfach mal. Ja, die Endcard hier. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im Video über die Kultirana oder irgendwas anderes. Und ich freue mich schon darauf, euch wiederzusehen und sage Dankeschön. Tschüss.